Okay. Wo habe ich denn jetzt noch den Ton von Knüll? Na egal. Wir haben eine Folie-Eingabe, kannst ja drüber sprechen, vielleicht kommst du ja zurück, ich weiß jetzt auch nicht wo. 70 Zentimeter oder 2 Meter? Keine Ahnung, eins von beiden. Ich tippe auf 2 Meter, irgendwas plus minus die ATV-Frequenz wahrscheinlich. Aber nicht direkt drauf, sondern was weiß ich, so, was weiß ich, 600 irgendwas, 800 irgendwas, so ein plus minus. CQ rufe. Doch, da hat aber eben schon mal jemand gesprochen. Hier ist DO9BM mit DH6MCE. Wir können DB0 kein L gucken. In Westfalen. Bitte in Frequenzmodulation wechseln. Danke. Entschuldigung, ja, ist DH3PZ hier, QGH hier ist Worms und ich sehe das Knüllrelais hier mit voller Feldstärke, sagenhaft. Mit den Worms in der Stadt, Meterspiegel, normaler analoger Satzreceiver, Name hier übrigens Willi. Mike zu euch. Ja, nicht wundern, ich bin nebenbei am Essen, ich habe mir das Essen schon mit hochgenommen, ich habe keine Zeit unten am Tisch zu sitzen. Rufzeichen DO9BM. DA6MCE guckt auch mit, der Stefan. Mein Name ist Michael. Wir sind hier in Westfalen zwischen Minden und Osnabrück. Und wir sehen euch bei DM0 Max auf dem ATV-Relais in der Eingabe. Da kommt ihr im Moment rein, auf der 1280 plus minus. Und da können wir euch im Moment rauschfrei empfangen. Ja, 3PZ hier. Okay, Entschuldigung, dass ich euch weggedrückt habe. Entschuldigung. Ja, ich habe das vorhin schon gemerkt, war ganz schwach. Dann war es ein bisschen Relais, habe ich schon die Empfänge hier. Und jetzt gerade Fußball angestellt, das war guck ich, ist volle Feldstärke da. Ne? So, bitte nochmal den anderen M, das anderen Rufzeichen nochmal. Hier ist DH3PZ, der Willi aus Worms. Das war DH6MCE. DH6MCE, der Stefan, aber der kann nicht auf 2 Meter sprechen, weil er im Moment keine Außenantenne hat. Ja, aber der guckt mit. Ah, Roger, Grüße auch an den Stefan, ne? Auch an den Stefan rüber, ne? Ja, das ist sagen darf, man merkt doch, das ist ein Überreichweite, auf jeden Fall. Ich hatte auch heute schon vor kurzem auf 2 Meter und das ging also auch recht gut. Aber auf 23 cm, ich empfange, wie gesagt, jetzt auf 23 cm, ich würde sagen, auf der Feldstärke jetzt, ne? Dein Call bitte noch einmal. Michael, D.O., P.M. hier. Delta Oscar 9, Bravo Mike. Roger, Delta Oscar 9, Bravo Mike, der Michael. Der andere OM ist der DH6MT, der Stefan. Ja, ich habe vorhin schon ein paar Mal gerufen, aber hat sich niemand gemeldet. Ich musste auch mal einen Rapport geben, dass, wo das Relais überall empfangen wird. Das sind von uns aus, ich habe eben gerade mal, die Frau hat gerade mal im Homeoffice geguckt, das sind ca. 180 Kilometer hier von Worms aus, Luftlinie. Ah, ich glaube, wir haben so 160 zum Knüll. Jetzt kommt die super Frage, kannst du auf 13 Zentimeter senden? Na, mal schon, aber der Sender ist jetzt momentan, ich habe momentan nicht angeschlossen, also die Verkabelung, ich habe schon lange nichts mehr gemacht, muss ich ehrlich sagen. Aber ich kann auf 13 Zentimeter, ich bin die ganze Zeit über die Hannes Grinde drüber gekommen von uns aus, ne? Also die Die Haut ist Grinde, DB0 OFG, das geht von uns auch sehr gut.
Zentimeter empfangen. Nee, leider nicht, leider nicht. In dem Bereich bin ich noch nicht. Das wäre jetzt ein Test gewesen. Eine Ausgabe auf 9 cm. Und das wäre natürlich der Knaller, wenn das jetzt auch noch Richtung Worms gehen würde, durch Zufall. Aber schön, dass das mal so analog klappt, ohne irgendwelche Internetkrücken und Hilfen und Streams und da und E-Mail und so. Das ist, freut mich, dass das so schön geht. Ja, da hast du recht. Ohne digital Betriebsanbieter. Ja, ich weiß, der geht auf 10 GHz. Ich sehe hier auf dem Bild her, hoher Knüll. Da stehen die Frequenzen dran und der hat auch 10 GHz eine Ausgabe. Ne? Ja, da werde ich Stefan gleich mal bitten. Wir haben oben einen 10 GHz Empfänger, der ist durchstimmbar von zu Hause aus. Das ist ein SAT-Receiver, den hat der Stefan so weit umgebaut, dass man den fernsteuern kann. Und da werde ich mal gleich bitten, der hört ja mit, den mal auf 10.178 zu schalten und mal gucken, ob vom Knüll auf 3 cm auch was kommt. Das würde mich ja mal wahnsinnig interessieren, ob da mindestens Synchronisation ist. Problem ist, wir senden selbst auf 10.200. Das ist ein bisschen knapp, ne? Können die Ausgabe bei uns auch nicht abschalten. Ne? Das ist, also so aus der Ferne, so schnell geht es glaube ich nicht. Ja gut, Mikrofon erstmal wieder zurück. Ja, okay Michael, alles klar, wunderbar. Ja, ich höre mich auch schön zurück, ich finde es anscheinend gut an, aber habe eigentlich nur eine relativ 50 Hertz oder so in Richtung. Es geht glaube ich auch über die DNF steuerbar, kann das sein? Ja, der Durchgang war negativ nochmal. Ich sagte, das Relais kann man doch auch über die DNF steuern. Bei uns? Ja, ein ausschalten oder so. Nein, nix. Das ist so auf Dauerplus angeschlossen und fertig, ne? Unsere 10 GHz Ausgabe. Ja, das ist ja gut so, wenn jetzt so viel spielt, ne? Das ist ja gut so. Ne, ich guck halt immer mal, oder wenn ich halt mal so rundherum drehe, mein Spiegel, und da versuche ich halt immer mal das eine oder andere Relais, wo eigentlich auf. Ja, könnte sogar sein, dass du den Brocken empfangen könntest. Aber die senden digital, ne? Und sonst ist auf 1280 meines Wissens, was ist denn da noch da oben? Stefan, weißt du, ein Relais, was noch auf 1280 analog sendet? Nein, bei uns weiter nichts, nur Brocken und Knüll in unserer Reichweite. Das nächste weiter ist dann hier erst hier Jura in Niederlande. Ja, Stefan sagt, da gibt es nur Brocken, den Knöll und dann gibt es noch Relais in den Niederlanden, die können auch auf 12 oder die senden auch auf 1280 plus minus 1285, glaube ich, habe ich mal in irgendeiner Liste gesehen. Ne? Aber du hörst mich ja hier, ich weiß nicht, ob das so gut rüberkommt, über Rückkopplung schon zurück aus dem Fernseher. Dann hörst du mal, wie rauschfrei das hier ankommt bei uns in der Relais-Eingabe. Ja, jetzt komme ich wieder drüber. Ja, Moment, etwas, es kriselt so ein bisschen. Fellstärke wird etwas schwächer. Falls du mich nicht mehr hörst, da hören müsste mich eigentlich schon auf der Eingabe, denn das Bild müsste bei dir noch da sein, dann möchte ich mich schon mal bedanken. Das war für mich sehr, sehr, sehr interessant, sehr reizvoll vor allen Dingen. Schön, dass auch jemand gemeldet hat jetzt nochmal. Und so, ich hoffe, dass wir so Dinge die nächste Zeit noch öfter hören. Ne? Also wenn die Bedingungen sich noch ein bisschen anheben, dann macht das schon mal Spaß, so ein bisschen RX zu machen in der Richtung. Ich denke, jetzt rauscht im Moment, aber ich komme noch rüber. Alles gut, alles einwandfrei angekommen. Aber ich muss dein Rufzeichen noch schnell aufschreiben. Ich wollte mir das merken und hatte keinen Stift. Jetzt habe ich den Stift und den Zettel. Okay, Michael, ich bedanke mich ganz recht herzlich bei dir und beim Stefan auch, der ja auf der anderen Seite zuhört. Wie gesagt, das war die Station aus Worms. Und ich, die Feldstärke wird schwach. Das geht langsam zurück und da höre ich nicht mehr. Habe ich keine Kontrolle mehr, ob ich mich höre. Dann, ja, das ist ganz klar. Ich wünsche euch noch viele 73 und Dankeschön für den Test. Einmal dein Rufzeichen nochmal. Stefan, hast du es aufgeschrieben? Nein, aber mitgeschnitten. Perfekt. Das ist schön, wenn man so ein VFO
Transceiver hat, dann findet man auch recht schnell die Frequenz da auf dem Knöll. Ja, aber auf 10 GHz gucke ich jetzt nicht. Das mache ich mal, wenn es mal richtig schnelle Bumm durchkommt. Ja, ich gucke jetzt erstmal im Web-SDR nach den Baken. Mal kurz im Hintergrund. Da sind schon zwei.